Freund. Allmächtiger Prinz der Finsternis, ich habe alles für dich vorbereitet. Komm und feiere mit mir dein Fest. Das war gute Arbeit, Alexandra. Das Juwel. Es wird mich endlich hinüberbringen. Nein, tritt nicht in das Pentagramm! Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Kann das sein? Du sollst nur reden, wenn du gefragt wirst. Los, weg hier! Warum musst du mich immer schubsen? Damit du schneller vorankommst. Übrigens, du stinkst. Thank you.
Wer bist du, du Kröte? Ich bin Ihr Partner, Scott Mancuso. Wir arbeiten seit gestern Nacht zusammen. Ah ja. Ja, ich erinnere mich. Tut mir leid. Und wo sind Sie gewesen? Sie haben geschlafen. Ich hatte Druck auf der Blase und bin aufs Klo gegangen. Sie hätten mich doch wecken können. Das habe ich versucht. Sie haben mich nur angegrunzt und einfach weitergeschlafen. Aber kein Grund zur Panik, okay? Der Typ ist immer noch da drin und hat sich bisher nicht gerührt. Wunderbar. Ganz wunderbar. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Sie behalten so lange den Laden im Auge. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Ja, danke. Rück die Masse aus, du Penner! Los, Beeilung! Ich soll hier bleiben? Den Mund halten? Wieso? Anrufen. Vier. Rufe vier. Mann. Hoch? Rufe vier Mann hoch? Decke. Ich soll vier Männer decken. Was? Ich soll vier Männer decken? Deckung, meinten Sie. Ich soll Verstärkung rufen. Waffe weg! Hier ist kein Funkgerät. Scheiße! Runter, Scotty! Scotty, schlaf schön. Ich guck mal ob. Ich bleib unten. Wären Sie jetzt soweit? Der Kunde ist bei uns König. Doch Sie beehren uns nie wieder. Captain Farr, welch eine Überraschung. Guten Abend, Detective. Wie geht's, Mr. Mancuso? Gut, hat nur einen nervösen Magen. Wieso kriegen eigentlich alle deine Partner Magengeschwüre? Vielleicht durch falsche Ernährung? Wirklich sehr witzig. Ich bin müde, Kate, also lass es. Wenn das so ist, wird es Zeit, dass du mal Urlaub machst. Das ist mir zu langweilig. Kommen Sie, Mancuso! Was guckst du so? Dieses Ding um deinen Hals. Seit wann trägst du solche Klunker? Die Zeiten, in denen du alles an mir anfassen durftest, sind vorbei. Entschuldige bitte, der Herr ist aber empfindlich geworden. Jonathan, im Ernst, nimm dir ein, zwei Wochen frei. Geh angeln oder sowas. Es geht mir gut. Du weißt, der Job ist kein Kinderspiel. Welcher Job ist das schon? Darum geht es doch nicht. Er fängt an, dich fertig zu machen. Hör bitte auf, mich wie eine Glucke zu bemuttern. Das passt auch nicht zu einem weiblichen Polizeikapitän. Verschone mich mit deinen Chauvi-Sprüchen. Als wir noch Partner waren, konnte ich ganz gut mit dir mithalten. Und das sogar in meinen Stöckelschuhen. Reg dich wieder ab, Kate. Es war nicht so gemeint. Entschuldige.
Entschuldigung angenommen. Kommen Sie jetzt, mein Cousin. Ist das zu fassen? Nur eine kleine Schießerei und mein Partner kotzt sich halbtot. Solange dein Partner dienstunfähig ist, bleibst du bitte an deinem Schreibtisch, ja? Das kannst du nicht machen, Kate. Was ist das? Einbruch in ein Lagerhaus. Siehst du, du brauchst mich. Solange dein Partner dienstunfähig ist, brauchst du mich dazu. Nur wir beide, Kate? Schöne Idee. Ja, wie in alten Zeiten. So müde wie du bist, lässt du dich noch irgendwo umbringen. Geht dein Beschützerinstinkt schon wieder mit dir durch? Nein, ich will nur nicht dafür verantwortlich sein. Bin ich wirklich wie eine Glucke? Eher wie zwei. Bin ich nicht. Doch, bist du. Oh, hey, Ralph! Was ist denn los? Haben wir nicht einen tollen Job? Ja, ja. Das Aroma, der Duft der Kanäle nach einem Regen, wenn nur alles so fein riechen würde. Darf ich bitten, mein Freund, nach Ihnen? Gib's schon zu. Du empfindest das genauso wie ich. Deshalb sind wir ja auch Partner. So, alter Freund und Kupferstecher. Werfen wir einen Blick auf die Karten. Hör doch mal auf zu singen! Also, dann gehst du jetzt einfach weiter nach links und ich nach rechts. Schrei, wenn du irgendwas findest. Ja, gute Laune. Enttäuscht. Mein Leben gehört jetzt dir. Nein. Ich will dein Leben nicht, Alexandra. Ich will das Juwel. Es existiert noch ein zweiter Edelstein. Du weißt, wer ihn besitzt. Aber er wird ihn uns nicht kampflos überlassen. Ich hole ihn, egal was es kostet. Ich will das Juwel. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, deinen Fehler wieder gut zu machen. Rettung gibt es nur, wenn wir büßen. Ich bin deine Sklavin. Und enttäusche mich diesmal nicht, Alexandra. Wenn du es tust, dann werde ich dich für dein Versagen mit dem Tod bestrafen. Einem sehr langsamen und schmerzhaften Tod. Bring mir das Juwel. Da, wo du gleich hinwanderst. Warum? Hast du dafür eine Erklärung? Es hat gestört. Wie bitte? Es war mir zu laut, da habe ich es extrahiert. Kannst du mir das übersetzen? Ja, ich habe es rausgerissen. Du wirst es morgen umgehend reparieren, hörst du? Ich denke darüber nach. Du hast dich nicht im Geringsten verändert. Du machst immer noch, was du willst. Keine Regeln. Das ist leichter. Man muss nicht so viel überlegen. Ist es nicht, Jonathan? Das sind alles nur Ausreden. Wird das wieder so eine zweideutige Unterhaltung? So eine, wo man denkt, dass wir über mein Verhalten reden, wir aber in Wahrheit über unsere gescheiterte Beziehung sprechen? Falsch. Das ist lange vorbei. Es hat einfach nicht funktioniert und deine kleine Nutte macht dich offenbar recht glücklich. Und das nimmst du mir auch überhaupt nicht übel. Nicht im Geringsten. Wir hatten unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, Handschellen sind nicht dazu da, seinen Sexpartner zu fesseln.
Und ich denke immer noch, wir haben uns getrennt, weil du nicht an das geglaubt hast, was zwischen uns war. Und weil ich mich von dir nicht hab ans Bett fesseln lassen. Nein, wir haben uns getrennt, weil wir nie miteinander geredet haben. Wir haben doch nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit im Bett zu liegen. Ach, hören wir auf damit, ja? So gut warst du auch nicht. Du hast dich nie beklagt. Da ist ein Graffiti draußen an der Wand. Ich will ein Foto davon. Was ist das denn? Die Kisten da hinten sind erst letzte Woche angetroffen, aber da ist anscheinend niemand rangegangen. Sind Sie die Museumskuratorin? Ich bin die Vertretung. Der Kurator ist in Urlaub. Verstehe. Können Sie mir sagen, was gestohlen wurde, Miss... Gabrielli. Monica Gabrielli. Das kann ich Ihnen auf Anhieb wirklich nicht sagen. Dazu müsste ich erstmal die Inventarliste durchsehen. Wozu braucht das Museum überhaupt so einen Laden? Wir nutzen diesen Raum, um künftige Ausstellungsstücke aus allen Teilen der Welt zu lagern. Wir müssen sie ja irgendwo aufbewahren, bis wir sie ausstellen. Hey, Leid, der Kerl, der ist doch aus unserer Welt, ein übler Typ. Oh, Pemen, ich beschwöre dich. Du mächtiger Herrscher über die dunklen Kräfte, bringe nun Leben in diese Welt. Ich bin euer Meister. Seemann Dark! Der bringt uns hier raus. An dem bleiben wir dran. Bleib diesmal hinter mir, du stinkst! Was hältst du von einem blauen Auge? Pass auf, wo du hintrittst! Ja. Ja. Oh Mann, ist das peinlich. Warum tust du mir das an? In letzter Zeit siehst du aus wie eine Tonne. Donnerwetter, bist du witzig. Sei still oder kriegst was auf den Deckel. Auf den Deckel! Sehr witzig. Wirklich, du hättest Komiker werden sollen, du Blödmann. Solche Witze kenne ich tonnenweise. Los jetzt, wir haben es gleich geschafft. Wollen wir uns nicht rollen? Ich übernehme deine Rolle. Rock'n'Roll. Du Rock'n'Roll. Rolls-Royce. So, jetzt reicht's. Untersuchen Sie alles auf Fingerabdrücke. Okay. Sieht wie ein ganz normaler Einbruch aus. Was ist los? Jonathan? Nichts. Ach, ich kenn dich doch. Los, red schon. Ich will nichts sagen, bevor ich mir nicht absolut sicher bin, okay? Schon gut, wie du willst. Dann schreib wenigstens einen Bericht über die gestohlenen Gegenstände. Schaffst du das? Das war kein einfacher Einbruchsdiebstahl. Wie kommst du darauf? Wo sind die Wachleute? Glaubst du, das war ein Insider-Job? Von den Wachleuten? Wieso wurde dann die Tür gesprengt? Beschäftigt dich das so sehr? Ja, auch. Ich weiß nicht. Komm jetzt, lass uns gehen. Die Kuratorin lügt. Schon möglich. Schon wirklich? Du denkst wohl, wer so lange Beine hat, lügt nie, oder? Auch möglich. Wir hätten uns in ihrem Wagen verstecken sollen. 68er Baujahr. So sieht sie aus. Wozu diese Fotos? Nur zur Sicherheit, ist nicht wichtig. Also schön, Grace, das reicht. Entweder sagst du mir auf der Stelle, was los ist, oder ich werde dir den Fall entziehen. Ist das klar, Detective? Ich meine es ernst, Jonathan. Jetzt rede.
Also gut. Die Wachen sind zwar verschwunden, doch ich denke nicht, dass sie was damit zu tun haben. Die Tür ist gesprengt und der lautlose Alarm ist ausgelöst worden, doch nichts fehlt. Die Wachen hätten in Ruhe den ganzen Laden leerräumen können. Und das Graffiti? Das ist kein Graffiti, sondern eine altertümliche Metapher, genannt Zorn. Zorn? Aus dem Buch der Toten. Wörtlich übersetzt heißt es, du musst dich töten, um wieder zu leben. Jonathan. Hast du was nicht verstanden? Eine altertümliche Sprache, ja? Ich meine das ganz ernst. Du hast Schwierigkeiten, normal zu reden. Woher kennst du diese altertümliche Metapher? Okay, schon gut. Alles klar. Es war nur ein Scherz. Ich will dich gleich morgen früh in meinem Büro sehen. Ich schätze, die Idee mit dem Schreibtisch war gar nicht so verkehrt. Was soll denn das, Kate? Ich kümmere mich jetzt um mein Cousin. Und du schläfst dich bitte mal richtig aus. Ist das klar? Abtauchen! Weiß ich selber. Meinst. Was macht er denn jetzt? Hier, gib ihm das. Ja. Hoffentlich ist es das, was er sucht. Ui, das war knapp. Ich glaube, ich sitze auf einem Käsebrötchen. Das ist mein Fuß, du Trottel. Hogstead Nervenheilanstalt. Hier ist Detective Graves, L.A. Polizei. Könnte ich mit Ihrem Chef sprechen? Tut mir leid, er ist schon nach Hause gegangen. Sie können ihn morgen früh erreichen. Oder geht es um einen Notfall? Nein, ich rufe da nochmal an. Das wird das Beste sein. Auf Wiederhören. Hogstead Nervenheilanstalt. Bonaparte? Napoleon Bonaparte? Das ist für dich! Los jetzt zur Stinkmasche! Ich fahre! Sieh mal die Knarre! Verdammt, wer hat die Schlüssel? Gefällt mir! Wo finde ich hier Milch? Im Gang 4. Danke. Keine Ursache. Weißt du, was das ist? Ich brauche die Schlüssel. Ohne Schlüssel kriege ich die Mistkarre nicht an. Siehst du, ohne meine Hilfe bist du eben aufgeschmissen. Ich drücke nur diesen Hebel und... Nicht! Waffe weg! Waffe weg! Ich schwöre bei Allah, ich werde schießen! Ganz ruhig, nicht schießen! Ich bin ein Kopf! Ich werde schießen! Ich bin ein Kopf! Du Idiot! Ich sagte doch, dass ich ein Kopf bin! Hier, fang! Sie sind ja ein Kopf! Das habe ich doch gesagt! Warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Sie von der Polizei sind? Hey, Jatze! Was ist denn? Oh nein! Los, du Trank! Hey! Hey, Kinder! Komm sofort zurück! Flossen hoch! Hallo, Jungs! Schon gut, schon gut. Ich bin einer von euch. Keine Bewegung! Okay, ich bin ganz ruhig. Los, mit den Händen an die Wand! Mhm. Und die Beine auseinander. Vorhalten! Ja, voll klar. Jonathan, wieso bist du denn nicht vorher ausgestiegen? Kate, hör auf damit. Ich sagte doch, ich war's nicht. Also gut, dann zur nächsten Frage. Was hast du heute nur gegen Schnapsleben? Kate. Sollten wir noch Fragen haben, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Nicht? Hallo.
Du hast also keine Ahnung, wieso eine Schrotflinte plötzlich losgeht und ein Loch in deinen Wagen schießt? Nein. Du warst es nicht. Und es ist auch sonst kein Mensch in der Nähe gewesen. Ja, stell dir vor, Case. Das ist doch wieder nur so eine verrückte Geschichte von dir, stimmt's? Ja, genauso eine verrückte Geschichte wie Bill Clintons Wahl zum Präsidenten. Was hattest du hier überhaupt zu suchen? Ich wollte Milch kaufen. Ah ja, richtig. Die Milch steht ja neben dem Bourbon, falls Mütter ihren Kindern mal Abwechslung verschaffen wollen. Ich krieg langsam Hunger. Wir müssen dem Kerl hinterher, loskommen. Was isst man hier eigentlich? Mein Cousin? Ja, Captain. Gehen Sie. Ja, Sir. Captain. Miss, ich gehe. Wer sind Sie? Mein Name ist Alexandra und ich liebe Polizisten. Sie tun was? Sind Sie ein Groupie oder sowas? Willst du mich nicht, Detective? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wer würde Sie nicht wollen? Aber Jungs wie ich bekommen keine Frauen wie Sie. Genau, deshalb bin ich auch so neugierig auf dich. Oh, Augenblick bitte, Moment mal. Hat man dir schon gesagt, dass du aussiehst wie Al Pacino? Also ich... Willst du noch weiterreden? Bist du endlich fertig, Schatz? Ich dachte schon, du wärst ertrunken. Was suchst du denn? Nur Zigaretten. Hier, ich hab welche. Nicht so wichtig. Ich will sowieso aufhören. Du schüttest schon den ganzen Abend das Zeug in dich rein. Ich finde, das reicht jetzt. Hör auf, mich zu bemuttern. Geh lieber ins Bett. Ach, Jonathan, es gab Zeiten, da hatten wir mehr Spaß miteinander. Zum Beispiel, als du mich zum ersten Mal verhaftet und mit Handschellen gefesselt hast, wurde mir dabei ganz heiß. Ich weiß, wie aufregend das für dich gewesen ist. Aber jetzt bin ich müde. Ich bin total kaputt. Ach, wem sagst du das? Wir können gerne mal die Jobs tauschen. Okay, Schatz. Ich bin... fertig. Jonathan? Jonathan! Kate. Kate? Oh, wer zur Hölle ist Kate?
rufe euch her zu mir. Kommt her, damit ich mich mit eurer Macht salben kann. Ja, kommt her. Hallo? Ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht, wo es ist. Ich konnte doch nicht alles durchsuchen, während die Polizei da ist. Drohen Sie mir bitte nicht. Es war schon ein Risiko für mich, Ihnen das Juwel verkaufen zu wollen. Sobald ich weiß, wo es ist, rufe ich Sie an. Warten Sie, da ist noch ein anderer Anruf. Hallo? Das Ende ist nah, Monika. Was ist? Das war nur so ein Telefonspinner. Hallo? Sind Sie noch da? Ein schmutziges Geschäft der Antiquitätenhandel, nicht wahr? Es gehört sich nicht, einen Freund zu betrügen. Wo sind Sie? Sehr unklug, den Teufel zu enttäuschen. Oh mein Gott! Warum kommst du nicht zu mir, Monika? Ich habe für dich einen schönen, warmen Platz vorbereitet. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Hier kennt sich doch niemand aus. Da drüben vielleicht. Hier ist auch eine Straße. Die hat zwei Seiten. Die riecht besser. Und die ist dunkler. Die ist lauter. Siehst du? Kommt von da hinten. Ich hab doch gesagt, die ist lauter. Was macht die da? Rück die Mäuse rüber. Ich hab gerade erst angefangen. Egal, gib mir, was du hast. Sage dir, ich habe los nicht. Jetzt. Hau ab oder ich fange an rück zu schreien. Rück endlich die Kohle raus. Wir müssen ihr helfen. Komm, wir machen auf Starsky und Hutch. Das nehmen die uns nicht an. Los jetzt! Oder muss ich dir erst ein hübsches Gesicht verzieren? Wir müssen der Lady helfen. Geh vor. Ich gehe gleich, aber ich brauche eine Waffe. Hast du eine Waffe? Eine Waffe. Oh, ich sehe was. Schon gut, ich hab's mir schneller überlegt. Hier. Beeil dich, du Tragtüte. Lieber was in Silber oder Rot? Hey, was sehe ich denn da? Die suchen noch Statisten für den nächsten Spielberg-Film. So, jetzt haben wir eine Waffe und einen neuen Job. Gib her. Hier. Auf in den Kampf, Muchacho! Torero! Bitte, Toledo! Ich finde, du hast trotzdem eine kleine Strafe! Nein! 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 Wer seid ihr, Jungs? Oder was seid ihr? Ich bin Starsky und er ist Hutch. Richtig. Schon von uns gehört. Verkleidet. Es ist egal, wer ihr seid. Ich habe zwei dicke Belohnungen für euch. Oh Mann, ich liebe Belohnungen. Zwei so hübsche. Stereo!
Jonathan, komm, wach auf. Wie spät ist es? Schon 7. Ich war arbeiten. Du bist gestern Abend so eingeschlafen. Ich mache mich ein bisschen frisch und dann gehe ich nach Hause. Ich wollte nur noch mal nach dir sehen. Hallo? 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 Wer ist da? Scotty? Ja, ich habe neue Informationen über den Lagerhauseinbruch. Können Sie dorthin kommen? In 20 Minuten. Nein. Was? Ich muss hier noch was klären. Das kann aber nicht warten. Doch, kann es. Hey, wo willst du denn hin? Ich bin nicht in Stimmung. Was? Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Außer du willst bezahlen. Dafür könnte ich dich verhaften. Weswegen? Vorsätzliche Täuschung. Der Einzige, der hier etwas vortäuscht, bist du, Jonathan. Du bleibst sowieso nicht lang genug wach, um ihn hochzukriegen. Mach's gut. Ja, was ist? Hören Sie, es ist wirklich sehr wichtig. Sie müssen sofort hierher kommen. Na gut, ich bin in 15 Minuten da. Er kommt gleich. Gut gemacht. Du weißt, was du zu tun hast, wenn er da ist. Nicht wahr? Deckung! Au, mein Fuß! Da, er geht weg! Jetzt können wir rein! Er hat doch bestimmt abgeschlossen. Aber nur mit seiner Vergangenheit. Und wie kommen wir jetzt am besten in das Haus rein? Durch die Tür, würde ich sagen. Du denkst ja richtig mit. Sag nicht sowas. Folge mir unauffällig. Ich bin unauffällig. Ja, vielleicht in der Geisterbahn. Nicht so schnell. Meine Beine werden immer kürzer. Mr. Graves? Hey, das ist seine Wohnung. Na schön, aber wie kommen wir da rein? Sie sind mit Ihrer Miete 2 Wochen im Rückstand. Wir müssen an diese Schlüssel ran. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich weiß. Los, schnell hinterher. Wir hauen ihm auf die Schlüssel und holen uns die Schlüssel. Karate-Kid mitgespielt. Sei ruhig. Psch. Okay, mach die Tür zu. Bin ja schon dabei. Quetsch dir nicht die Finger. Ruhe. So, du weißt, was du jetzt zu tun hast, da. Stube fegen. Gute Nacht. Ich hab die Schlüssel. Ja, und auch alles andere. Halt die Klappe, Dumpfbacke! Au! Mir nach! Wem sonst? Mancuso? Scotty?
Jonathan! Alexandra! Wie bist du rausgekommen? Ach, weißt du, einer der Aufseher wollte Doktor spielen. Ich habe ihm die Mandeln entfernt. Vom Bauchraum aus. Entzückend. Ich habe keine Waffe bei mir, Jonathan. Willst du mich nicht abtasten? Oh, ich denke, das ist nicht nötig. Du hast mich schon lange nicht mehr besucht. Du weißt, wie sehr ich es hasse, ignoriert zu werden. Bei meinem letzten Besuch wolltest du mich töten. Die Ärzte waren der Ansicht, dass es besser für dich wäre, wenn ich dich nicht mehr besuchen würde. Ich liebe dich noch immer. Das weiß ich. Aber ich hasse dich auch. Dazu hast du auch allen Grund. Du hast mir gefehlt. Deswegen wollte ich da raus. Um dich wiederzusehen. Wo ist das Juwel, Jonathan? Ich weiß es nicht. Bitte, dann habe ich keine Verwendung mehr für dich. Scotty, Schätzchen, töte ihn. Und mach es so schmerzhaft wie möglich. Auf Wiedersehen, Jonathan. Ich kann einfach nicht anders. Nein, Scotty. Nein. Das erinnert mich so an unsere Belohnung. Mann, hab ich einen Hunger. Hier muss doch irgendwo was zu futtern versteckt sein. Zu gesund, zu viel Ballaststoffe, zu viel Vitamine. Gibt's da nichts Anständiges? Ah, hier. Ein leckeres Schenkelchen. Hier, sieh dir mal diese leckeren Schenkelchen an. Wo denn? Zeig schon her. Aber pass auf, dass du nichts schmutzig machst mit deinen Fettfingern. Oh, die nicht glatt adoptieren oder sowas. Hey, da kommt jemand. Schnell weg! Und mach das Fenster auf, sonst riecht er, dass du hier warst. Mir ist das Hühnerbein runtergefallen. Nun lauf schon. Hässliche Unterwäsche. Ja, was haben wir denn hier Interessantes? Ja, er ist kaputt. Loch drin.
Moment, was ist das hier? GAS-Reizgas. Ist ja reizend. Mal probieren. Ach, oh, toll, das tärnt ja tierisch. Hey, willst du auch mal? Nein, danke, ich bin gerade auf Diät. Das ist doch kalorienarm. Na gut, gib mir eine Lunge. Rein damit. Na, hab ich dir zu viel versprochen? Jetzt weiß ich wieder, was mir an dir gefallen hat. Oh, Kate, wieso gehst du nicht wieder? Es tut mir leid. Ich will nur wissen, was vorhin passiert ist. Du hast wohl nie gelernt, dass man anklopft. Hast du denn nichts Besseres zu tun, als meinen Hintern anzuhimmeln? Ah, da ist er, Mr. Graves. Ich habe hier die Ergebnisse. Tja, gut. Also, ich bin für eine offene Beziehung zwischen Arzt und Patient. Ehrlich gesagt, Sie sind ein Wrack. Angestauchte Rückenwirbel, mehrere angebrochene Rippen, Gesichtsfrakturen. Ja, Sie bleiben uns lange erhalten. Gut. Wir werden morgen noch ein paar Untersuchungen durchführen. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor Kathetern. Schlafen Sie gut. Katheter? Niemand kommt mit so einem Ding auch nur in meine Nähe. Du könntest mir ruhig helfen. Du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat. Du gehst nirgendwo hin. Alles klar. Als dein Captain befehle ich dir, sofort wieder ins Bett zu gehen, klar? Klar. Schön. Schön. Gut. Gut. Fein. Fein. Also, wer war es, Jonathan? Mein neuer Partner. Für mich als deine frühere Partnerin klingt das gar nicht so unglaubwürdig. Kate, aber im Ernst. Er ist besessen gewesen, verstehst du? Hör auf, mich zu verscheißern. Na gut, versuchen wir es mal so. Aber bitte werd nicht gleich wütend. Gab es irgendwelche Zeugen? Jonathan, gab es irgendwelche Zeugen? Nein. Nein? Nein. Gestern Nacht hat man den Wagen der Kuratorin gefunden. Er ist völlig ausgebrannt. Alle Türen waren verriegelt, doch es gab keine Spur von einer Leiche. Und jetzt willst du mir erzählen, dass dein Partner dich aus heiterem Himmel angegriffen hat, weil er urplötzlich verrückt geworden ist? Oder besessen? Jonathan, sag es mir. Soll ich eine Fahndung nach ihm rausgeben? War es kriminelles Verhalten? Hatte er wirklich vor, dich zu töten? Oder war es nur ein Missverständnis? Eine Meinungsverschiedenheit unter Männern? Gib mir doch ein paar Daten und Fakten, mit denen ich arbeiten kann. Herrscher der Finsternis, komm in diese Welt und heile dieses Opfer mit mir. Faust, ich bin dein. Alexandra, ich werde schwächer. Ich löse mich auf. Gib mir das Juwel. Ich kann es nicht finden. Hol mir ein neues Opfer. Hallo, Süße. Hey, was machen Sie denn? Lassen Sie mich los! Was wollen Sie denn von mir? Verneige dich vor dem Herrscher der Finsternis. Ich bin dein ergebener Diener. Wie lautet deine Frage? Höllenbrut. Sag mir,
Wer das Juwel der Weisheit besitzt. Das gesuchte Wesen heißt Janine Michaels. Sie besitzt es jetzt. Wo ist sie? Sie. Ich verspreche dir, ich werde sie finden. Sollte ich versagen, töte mich. Der Tod wird eine Erlösung für dich sein, falls du mich wieder enttäuschst. Vergiss niemals, Alexandra. Unvorstellbare Qualen werden dich im Jenseits erwarten. Und wenn es mich in den Abgrund zieht, so schwöre ich, werde ich dich mit mir nehmen. Willst du auch noch was loswerden? Gut, für heute bin ich nämlich bedient. Nicht zu fassen. Wie in alten Zeiten, ha? Huh? Das nenne ich perfekte Haushaltsführung. Ach, nichts los heute. Erst rechts wird Zeit, dass man langsam freier auftaucht. Hey, Baby! Na, willst du dich amüsieren? Ja? Okay. Wow, du hast ja einen riesigen Schaltknöpfe. Bis nachher. Sieh mal, da wohnt einer. Psst, er schläft. Ich mach den weiten Weg außenrum. Hey, was machen die denn da? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Bushaltestelle. Wirklich? Da fällt mir doch gleich wieder mein Hühnerschenkel ein. Ah, Appetit kriege ich jetzt auch. Hey, das ist so eine Art Mitfahrerzentrale. Und wie bezahlen die? Ja, wie wär's denn mit uns beiden? Ich glaube gar nicht. Man braucht nur einzusteigen und los geht's. Komm, wir probieren das auch. Mal sehen, wo der hinfährt. Ja. Da, klettere auf den Gummi. Los, schieb mich hoch. Ja. Hey, hilf mir mal. Ja, okay, ich bin drin. Mach Platz. Juhu, es Mach geht dich los. Nicht so frei, du Schnickwack. Ja, er schläft immer noch. Hat schon jemand was von Mancuso gehört? Mist. Keine Angst, Jonathan wird nirgendwo hingehen. Beobachten Sie weiter seine Wohnung, vielleicht taucht er ja auf. Ich muss auffliegen. Wer zur Hölle sind Sie? Janine Michaels. Jonathans Nutte. Dann sind Sie bestimmt Katie. Oder war es Kätzchen? Sie wissen, dass ich Polizeikapitän bin, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ihre Mutter wird stolz auf Sie sein. Ich könnte Sie verhaften lassen. Und weswegen? Weil ich im Bett besser bin als Sie? Ach, es tut mir leid, das war gemein. Können wir dieses Konkurrenzgetue nicht einfach lassen? Ich wollte nur nach Jonathan sehen und ihm etwas zurückbringen, das ich mir kürzlich ausgeliehen hatte. Hm? Sie wissen, dass er verletzt ist? Sowas verbreitet sich schnell auf der Straße. Schätzchen, als Polizistin müssten Sie das doch wissen. Nennen Sie mich nicht Schätzchen, Schätzchen. Wo wollen Sie hin? Nur keine Panik, Dirty Harriet. Ich will nur nach Jonathan sehen. Er schläft. Lassen Sie ihn in Ruhe. Verdammt. Das wird wohl Ihr Zuhälter sein. Benutzen Sie ein Münztelefon. Ja, schon gut. Von mir aus. Ich habe keine Lust, mich zu streiten. Sie sollten aber eines nicht vergessen. In seinem Wäschekorb sind heute meine Höschen, Schätzchen. Weil ich Jonathan gebe, was er will. Und zwar, wie es ihm gefällt. Hart und heiß. Ersparen Sie mir die Einzelheiten. Es interessiert mich nicht, wo Sie Ihre Schlüpferchen aufbewahren. Erstaunlich, dass Sie überhaupt welche tragen. Ach, wirklich? Es interessiert Sie nicht? Sind Sie da ganz sicher? Ganz sicher, Schätzchen. Wir sind nur Freunde. Was Sie auch sind, Schätzchen. Sie sind nicht nur Freunde.
hübsches Mädchen, Herr. Genau Jonathans Typ. Wir brauchen ein weibliches Opfer. Bring sie zum Altar. Durch sie werden sich beide Welten vereinen. Wie du befiehlst. Beeile dich, Alexandra. Beeile dich. Ja, vermutlich bin ich noch ein paar Stunden hier. Ja, das sagten Sie mir bereits. Gibt es sonst noch was? Ich rufe Sie noch mal an. Oh Gott, Jonathan! Kate, was machst du hier? Sieh aus dem Fenster. Na und? Da hat gerade eine Frau im schwarzen Lederanzug deine Nutte die Straße runtergetragen. Janine, sie muss das Juwel genommen haben. Das hässliche rote Ding? Ja, sie hatte... Jonathan, wo willst du denn hin? Jonathan! Mach auf! Mach sofort auf! Du wolltest auf meinen Wagen schießen? Hey, versuch nicht zu lügen. Ich habe es ganz genau gesehen. Sag mir lieber, wo wir hinfahren. Ins Hockstetter Nervensanatorium. Wieso? Weil wir dort wahrscheinlich Janine finden. Ach ja? Und wie kommst du darauf, du Hellseher? Kit! Das war nicht nett. Idiot. Was wolltest du gerade sagen? Diese Frau in den schwarzen Lederklamotten, die Janine verschleppt hat, ist eine alte Freundin von mir, Alexandra. Wir hatten damals eine wilde Zeit. Wir haben nichts ausgelassen. Drogen, bizarrer Sex, Rituale des Teufels und so weiter. Rituale des Teufels? Was heißt das? Schwarze Magie, Teufelsanbetung. Teufelsanbetung? Das Ganze ist ziemlich lange her, noch bevor ich Polizist wurde. Jedenfalls wurde es mir dann zu viel und ich habe Schluss gemacht. Aber sie konnte einfach nicht aufhören. Eines Abends ist sie dann ausgeflippt und wollte mich umbringen. Ich musste sie einweisen lassen. Irgendwie hat sie es geschafft, auszubrechen. Sie war im Lagerhaus, als Mancuso mich angegriffen hat. Ich befürchte, sie will Janine töten und dann opfern. Wie kommst du darauf? Wie kann ich dir das verständlich machen? Sie dient einer Erscheinung, die sich Faust nennt. Er ist der dunkle Teil von mir. Soll das bedeuten, du hast noch mehr dunkle Seiten? Du hältst das für einen Witz, ja? Nein, das nicht, Jonathan. Aber es ist alles etwas viel auf einmal. Aber erzähl ruhig weiter. Gut. Faust muss von meinem Ich getrennt werden, um überleben zu können. Um das zu tun, braucht sie das Juwel. Und Faust sieht vermutlich genauso aus wie du. Das nehme ich an. Also, sie will Janine töten, um damit Faust zum Leben zu erwecken. Wieso macht sie das? Damit er mich töten kann. Es kann nur einer existieren. Um in dieser Welt leben zu können, muss Faust mich verschwinden lassen. Das ist alles. Da bist du sicher? Ja, das bin ich. Dann fordere ich Verstärkung an. Das ist typisch, Jonathan. Fahr rechts ran. Ich will telefonieren. Ist die Lady auch bewaffnet? Ich weiß, dass sie gefährlich ist. Sie trinkt gerne Blut. Lecker. Dann wird sie wahrscheinlich nicht ohne Widerstand aufgeben, weil sie denkt, dass böse Mächte sie beschützen werden. Das wäre gut möglich. Dann werde ich die in der Anstalt warnen. Ja, aber beeil dich. Wir kennen uns jetzt seit so vielen Jahren. Wieso hast du mir denn nie davon erzählt? An die Zeiten denke ich nicht besonders gern zurück. Ich bin auch nicht gerade stolz darauf. Sie hat durchgedreht. Dafür kannst du doch nichts. Jetzt ruf endlich an. Und komm nicht etwa auf den Gedanken... Abzuhauen! Das ist ja nicht Zufall. Ich brauche Ihren Wagen! Was? Aus, schnell! Bitte nicht schießen! Schieße schon mal ruhig bleiben! Oh nein! Was mache ich nur?
Mann, haben wir ein Glück. Weißt du, wer das ist? Das ist Graves Freundin. Ja. Halt dich fest. Und wie kriegen wir das auch noch wieder? Ich bin dran! Ich bin dran! Lass mich alle mal! Lass mich alle mal! Oh ja! Bitte! Fürst der Finsternis, Herrscher der Nacht, erscheine in dieser Welt und nimm dieses Opfer an! Glückwunsch, mein Liebling. Ich hab dir was mitgebracht. Bongo? Dein Bullterrier, ja? Viel Spaß, mein Süßer. Bongo muss jetzt Zimmer aufräumen. Ruhe sanft, Bongo.
damals diesen Weg gewählt und du wirst es zu Ende bringen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, was ich damit anrichte. Du hast die Brücke geschlagen und deiner bösen Seite die Tore geöffnet. Sie legte sich in mein Bett, küsste mich, streichelte mich, schlief mit mir. Und schon bald wird sie wieder bei mir sein, denn du wirst seinen Platz in der Hölle einnehmen. Komm her, lass es zu, Jonathan. Dein Platz ist in der Hölle, du entkommst ihr nicht. Nein! Ich werde sie töten. Gleich wird sie ihren letzten Atemzug tun. Halte mich auf, oder sie wird sterben. Gymnastik. Vielleicht ist sie die Schwester von Chuck Norris, aber jetzt wird es Zeit, dass wir Graves suchen. Ja, das bringt. Ja, pass auf, Rutschbahn. Ich bin der Glöckner von Notre Dame. Vorsicht, sieh mal. Was ist denn das für einer? Juwelen. Ich meine nur das am Hals. Ach so. Wenn der Kapuzenmann weg ist, holen wir es uns. Sie bekommt schon keine Luft mehr, Jonathan. Komm her, das ist deine letzte Chance. Zwing mich nicht zu schießen. Du kannst mich nicht aufhalten. Deine Zeit hier ist zu Ende. Hast du das gesehen? Mit beiden Augen. Faust! Gestorben. Nur sein Bewusstsein lebte weiter. Ist mir schlecht. Halt die Luft an. Bitte zwing mich nicht zu schießen, Graves. Wer geopfert wird, spielt keine Rolle. Und jetzt bist du dran, Kate. Ich will dich nicht töten, Jonathan. Du kannst Jonathan gar nicht töten. Wir treffen uns in der Hölle, Catherine Michelle Farr. Ich mache dich zur Geliebten des Teufels. Wie alt ist der Teufel eigentlich? Keine Ahnung. Wollen wir ihr helfen? Ja. Attacke! Einer für beide und beide für einen! Schön gesagt, Muskeltier. Alexandra, bring mir das Juwel. Darf ich mal? Psst, besten Dank. Oh, hier, fang!
Ich habe das sofort auf. Die Beinarbeit, los, Baby. Ein scheiß Monster. Gib mir sofort den Stein. Gib ihn mir sofort. Ich habe dich auch Monster. Was machst du da? Zwei Punkte für die Guten. Komische Art, sich zu verabschieden. Wir müssen uns auch langsam nach Hause begeben, solange es noch geht. Du hast ja so recht. Und Ted! Das Juwel, Kate! Ich schwöre dir, ich tue es, Jonathan! Ich brauche das Juwel! Natürlich, wer denn sonst? Boah, was ist denn passiert? Hey, würde mir jemand vielleicht mal helfen? Mein Kuso, worauf warten Sie? Hallo. Hallo. Alles okay? Bestens, aber kannst du mir erklären, was los war? Was war das? Nur etwas aus meiner Vergangenheit. Doch jetzt will ich mich bloß noch an das erinnern. Diese Erinnerung gefällt mir. Gut. Hilfst du mir aufzustehen? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Gleich haben wir es. Detective Scott Mancuso. Janine Michaels. Ich finde Polizisten echt sexy. Hat man Ihnen schon gesagt, dass Sie aussehen wie Al Pacino? Nein. Nein, ich meine, jetzt, wo Sie es erwähnen, da... Du siehst gut aus. Ach, halt die Klappe. Nein, im Ernst. Weißt du, ich habe festgestellt, dass Freundinnen manchmal Ärger machen. Aber Ex-Freundinnen sind viel schlimmer. Findest du? Ja, finde ich. Eine Überraschung habe ich noch. Ich habe in den letzten Tagen so viel durchgemacht. Was sollte mich da noch umhauen? Und das? Ist das keine Überraschung? Keine schlechte Idee. Hey, was machst du denn da? Warte mal, was ich hier habe. Das Juwel, da staunst du, was? Bitte, bitte, gib's mir. Na gut, weil du es bist. Ich habe große Pläne mit diesem Steinchen. Wir sehen uns wieder in unserem Remake. Und wir zwei sind auch wieder dabei. Dann wollen wir mal wieder. Und